Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu Mario Kart Tour und der Yoshi Tour 2023. Diese Tour ist gleichzeitig die Ostertour und die Tour, die mein Leben komplett veränderte. So, ja, wir fangen jetzt an mit Daisy als Osterfee, ne? Und diesem wunderschönen Froschauto. Und warum, kann ich euch gerne sagen. Weil das mich an meinen Lieblingsboss von Yoshi's Island erinnert. Und zwar ist das der Burg, der Frosch. Ne? Ja, das war ein schönes Spiel damals, Yoshi's Island. Ne? Damit hat alles begonnen. Eins der besten Super Nintendo Spiele aller Zeiten, würde ich sagen. Was bis heute immer noch unheimlichen großen Spaß macht. Ne? Und dieser Frosch, wie gesagt, das war mit meinem Lieblingsboss. Mit. So. Und absoluter Lieblingsboss war natürlich diese Schleimfigur da, ne? Salvo the Slime. Oder im Deutschen Slimy, ne? Ja. Aber wie gesagt, der Frosch, der ist mein zweitliebster, würde ich sagen. Ja, das hat damals richtig Spaß gemacht, dem schön in der Reihen zu zerkloppen. So, ja. Kommen wir nun von Brutalen zum Schönen. Und zwar, dieser wunderschöne Blumengleiter ist nun Level 7. Ne? Auch unsere sexy Osterfee ist Level 8 nun. Das heißt, sie hat das Maximale erreicht. So. Und wir haben es geschafft. Wir haben diese wunderschöne Yoshi Island Stage abgeschlossen. Ne? Welche erstmals im Booster Pass zu sehen war von Mario Kart 8 Deluxe. Aber nun auch in Mario Kart Tour dabei. Ne? Eine wirklich wunderschöne, liebliche Stage mit viel Liebe aufgebaut. So. Als nächstes haben wir auch neu die GBA Yoshi Wüste. Ne? Das ist ein Level aus, wie schon richtig liest, aus der GBA Version von Mario Kart Super Circuit. Die Yoshi-Wüste, zum ersten Mal mit wieder aufgelegt als Remake, ne? Wirklich wunderschöne Wüste und deswegen verliert man keine Zeit und bleiben wir bei unserem wunderschönen goldenen Frosch, ne? Der uns in der letzten Tour ja so viel bedeutete und wir nehmen das schöne Herz, weil wie gesagt, diese Tour nicht nur die Ostertour ist, sondern auch gleichzeitig die Tour, ja, die mit viel Liebe hineingeht. So. GBA Yoshi Wüste, wirklich schön gemacht auch. Wie ihr seht hier, die Yoshi Swings, ne, wie damals in der GBA Version. Nun sieht man sie schön in 3D. Ne. So. Damals war alles noch so auf Gameboy getrimmt. Aber ich muss sagen, diese Stage ist wirklich sehr schwer, wenn man sie nicht kann. Ich finde es also wirklich sehr schwer. So. Jetzt ab durch das Wasser. Hoffentlich ist das sauber. Nein. Was? So. Okay. Auch die Musik ist sehr schön wüstenartig gemacht. Man deckt gute Laune.
So gut, wenn jetzt der blaue Panzer trifft, das ist natürlich nicht so gut. Aber unser Froggy gibt nicht auf. Denn dieser Frosch ist gleichzeitig sozusagen der Joker für dieses Level. Es gibt ja für jedes Level gibt es ja ein bestimmtes Fahrzeug, was einen Vorteil verschafft in einer hohen Schwierigkeitsklasse. Und das ist hier bei der Frosch Quark. So. Und wir haben es geschafft mit Daisy und der sexy Wüstenblume und dem goldenen Fröschlein. Ne? Ja. So, gut. Haben wir das auch geschafft. Ich würde sagen, werden wir nun das Fahrzeug wechseln. Jetzt haben wir genug den Frosch benutzt. Ne? So, als letztes haben wir noch Yoshis Island. Entschuldigung, Yoshis Tal ist das. Und zwar ist das die Rückwärts- und Trickreich-Version. Ja? Und für diese Stage werden wir nehmen, passt auf, wir nehmen Schnuffel. Weil ich habe mir gedacht, erstens, wenn man jetzt Schnuffel hinzufügt, macht man das Spiel, also ja, das Spiel und meine Videos noch interessanter, indem man mehrere Charaktere dazufügt und nicht nur Daisy, sondern auch Charaktere, die eine wichtige Rolle spielen. Hierbei in dieser Tour ist das Schnuffel. Dann ist Schnuffel ein Charakter, auf den viele Mädels abfahren, würde ich sagen. Und somit habe ich noch Chance, bessere, ja, noch mehr Abonnenten zu bekommen, sozusagen. Bessere Chance zu Abonnenten. Und ja, ist auch mal eine kleine Abwechslung. Und das Größte von allem ist, weil Schnuffel ist die Figur, die mein Leben total veränderte. Genau, und deswegen, das ist das richtige Stichwort, ne? Ihr seht, wirklich Wahnsinn. Ja, es geht los mit dem Plätzchengleiter und Schnuffel, dem Hund. Und ihr seht, wer mich gerade angeschrieben hat, es war Jackie. Ne? Das ist auch die Person, mit der ich gleichzeitig Schnuffel verbinde, denn die hat total mein Leben verändert. Es war ja erst nur geplant, dass wir mal kurz ins Tierheim gehen, ich seit langer Zeit mal wiedersehe. Ne? Und dann würde ich sagen, ja, haben sich zwei gefunden. Ne? Das war auch so eine Geschichte mit dem Tierheim. Da war ja erst, das war ins Tierheim gehen, wie gesagt. Und dann an dem Tag, ne, hat sich auch schon gefreut gehabt und so. Ich war auch schon unterwegs bei Essen Hauptbahnhof und so. Auf einmal höre ich da, dass es irgendeine Schlägerei gibt und alles gesperrt ist. Eine Massenschlägerei und Polizei da ist und alles. Und ja, dann konnte ich den Teppich natürlich nicht wahrnehmen im Tierheim. Ne? Also bin ich erstmal traurig nach Hause gegangen, auch natürlich, ne, weil hast ja auch natürlich gefreut gehabt. Ne? Und ja, habe ich geschrieben, da tut mir leid und alles. Und da hat sie gesagt, ja, dann lass uns doch mal in die Stadt treffen und so. Ne? Ja, und genau. Und ja, somit entstand, würde ich sagen, eine engere Freundschaft. So. Ja, und mit ihr treffe ich mich jetzt auch regelmäßig. Und wie sozusagen, sie hat total mein Leben verändert. Weil sie hat auch schon viel im Leben erlebt. Sie ist erst 24 und ich bin 38. Aber ich meine, man kann sie ja trotzdem als gute Freundin haben. So. Und warum auch nicht? Ne? In der Liebe ist fast alles erlaubt. So. Ich habe damals, wie gesagt, schon
schon kennengelernt. Und die ist wirklich eine total süße, nette. Mit einem wirklich sehr guten Herz. Aber eine sehr traurige Geschichte, die dahinter steckt. Und somit versuche ich ihr als guter Freund das Leben so gut wie möglich zu versüßen, damit ja ihre schlechte Vergangenheit vergessen kann. Ne? So, und wir haben es geschafft mit unserem Schnuffelhund und dem Blooper-Fahrzeug. Ne? Ja, das war's dann auch, würde ich sagen, mit dem ersten Cup. Ne? Und dem ersten, würde ich sagen, extra Charakter, den wir jemals hinzugefügt haben in einer Desi-Tour, welcher nicht auf einem Meme-Kostüm basiert. Und zwar ist das Schnuffel der Hund. So, gut. Das war's. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Cup. Und zwar ist das der Mii-Cup. Bis gleich.